Ja, also mein Jahr war besonders aufregend, weil es war mein erstes Jahr als Gleichstellungsbeauftragte hier bei der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ich bin seit 1.11. hier angefangen und ja, wie soll ich sagen, mein Jahr mit den Grünen war eigentlich ein Jahr der Vorstellung. Das heißt, die Menschen, die Akteurinnen und Akteure hier haben mich kennengelernt und ich habe ganz viele andere Menschen kennengelernt und nicht nur von den Grünen, auch von den anderen Fraktionen. Ich habe auch sehr viele Institutionen hier in Düsseldorf kennengelernt, die gleichstellungsrelevant arbeiten und habe auch festgestellt, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, hier gute Arbeit zu machen und diese weiterzuentwickeln.